Schaut wieder cool aus hier. Und mit einem Dach lampen wir. Coming in! Oh ja, ja. Ja, als ob ich es gewollt hätte. Oh. Oh, ich hoffe, ich habe ihn perfekt im Sprung erwischt, den Kogala. Oh, ich weiß nicht, ob das überhaupt ein cooles Farbdell ist, aber es hat sich gerade cool angefühlt im Moment. Und jo, wir sind wieder zurück. Uran-Gebiet. Wir haben Vetra und wo versteckt er sich? Oh. Da versteckt er sich. Oh. Was ist los, Drake? Willst du drüber reden? Muss ich dich da rausboxen? Ja, nennt mich immer kleiner, der Typ. Und jetzt flext er mit seinem High Ground. Jeder flext mit seinem High Ground bei mir. Nein, das ist ein Kroganer, den kann man nicht bewegen. Ha. Oh. Oh, was für ein Start. Was für ein Start. Da glitscht er schon herum. Da hole ich ihn ins Team rein. Und der glitscht schon herum. Okay, was wollte ich da machen? Ich habe mir was markiert hier drüben. Und das ist die Mission, die man dann später abgeben kann. Okay. Später abgeben? Machen wir später. Oh. Alles okay? Bestens. Die alten Rohrleitungen knirschen ein wenig, sonst nichts. Sogar der Großteil meiner Innereien ist synthetisch. Ich würde sie ersetzen lassen, aber wahrscheinlich gilt hier draußen die Garantie nicht mehr. Hoffentlich ist das erste Monolith. Was ist das gesehen? Da drüben ist eine Höhle. Vielleicht finden wir da drin ja irgendwas. Das, was man später machen kann. Kommt das Ding? Nein, das ist sich anders überlegt. Blaues Ding. Verpasse ich nichts, okay. Es ist dunkel. Nicht mehr. Dieser Ort ist gigantisch. Ich registriere große Mengen eines toxischen Gases. Seien Sie vorsichtig, Pathfinder. Hey, ich bin immer vorsichtig. Das wäre der perfekte Ort, um unterzutauchen. Ja, ja. Wenn nur diese Skorpion-Dinger nicht wären. Ich habe noch keine Skorpion-Dinger gesehen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was du meinst. Ist das... ein Generator? Was macht er so weit hier draußen? Er betreibt anscheinend die Flutlichter. Ja, schon, aber wer hat ihn hier aufgestellt? Der Landvermesser? Das wären ziemlich viele Gerätschaften für einen einzigen Mann. Ist hier nicht das Lager des Kollektivs? Wow, dieser Ort ist riesig. Ist das nicht das Kollektivslager? Noch ein Generator. Und mehr Lichter. Ob die irgendwo hinführen? Oh, my friends are done in green. Okay, das hier war die letzte bekannte Position des Landvermessers. Darkest aliens I have ever seen. Wir sind nicht vollständig eingeschlossen. Hören Sie das? Eindringlinge! Haltet euch zurück! Der Scharlatan will den da lebendig. Machen Sie einen Spaziergang, Pathfinder? Bisher hatte noch niemand aus dem Kollektiv ein Problem damit, mich zu erschießen. Wir sind eine große Organisation. Es ist also gut möglich, dass die Anweisung noch nicht bis in die unteren Ränge vorgedrungen ist. Aber meine Befehle sind klar. Ihnen darf kein Leid geschehen. Crux hat hier das Sagen. Reden Sie mit ihr, falls Sie Fragen haben. Ich glaube, da... sorry, Anna hat gerade ein bisschen an dir rumgeschnüffelt. Sollst du mal fragen, was da los ist? Livium. Iridium. Livium, okay. Oh, kein CU.
Oh. Oh. Das ist gern wichtig. Ja. Es war bestimmt nicht einfach, hier draußen sowas aufzubauen. Was sagst du, das Kogana? Die Leute Chunker aufgebaut haben. Ja, schaut eh nach einem lässigen Unterschlupf aus. Keine Batman-Höhle, aber trotzdem lässig. Ich kann mich jetzt nicht unterhalten. Was zu verheimlichen von mir? Ich bestehle euch mal. Ja, und einfach Saalgel, das ihr wahrscheinlich auf Wunden schmiert. Schauen wir, wer da drin ist. Krux. Mensch. Mensch. Pathfinder, Sie haben mich überrascht. Wir bekommen hier nur selten Besuch. Ich bin nicht hier, um Ihnen Probleme zu machen. Trotzdem ist Ihr Timing nicht gerade das Beste. Irgendjemand fälscht die Befehle des Scharlatans und versorgt uns mit Fehlinformationen. Das hat bereits zwei unserer Rekruten das Leben gekostet. So etwas passiert eben, wenn man aus den Schatten heraus regiert. Glauben Sie mir, auch Organisationen mit einem Gesicht sind nicht vor gierigen Bastarden gefeit. Der Boss weiß, dass jemand aus diesem Stützpunkt dahinter steckt. Und es ist meine Aufgabe, den Dreckskerl zu finden. Und was hält Sie davon ab? Der Schuldige könnte untertauchen, falls er Verdacht schöpft. Um ihn zu enttarnen, muss ich also unauffällig vorgehen. Wieso sollte jemand das Risiko eingehen, sich als der Scharlatan auszugeben? Gier ist ein mächtiger Ansporn, Pathfinder. Das Kollektiv hat Zugang zu Vorräten, Credits und allen möglichen anderen Dingen. Und wir unterstehen lediglich einer Person. Vielleicht könnte ich Ihnen ja helfen. Ich stehe nicht mit dem Kollektiv in Verbindung. Ein wissbegieriger Außenstehender wird vermutlich weniger Verdacht erregen als eine offizielle Vertreterin. Das ist wahr. Also gut, Pathfinder, wir wissen Folgendes. Der Treffpunkt lag in den Schwefelquellen. Der Schuldige müsste also große Mengen Schwefel an seiner Kleidung haben. Das sollten Sams Sensoren registrieren können. Haben Sie sonst noch irgendwelche Spuren? Nur eine. Wir haben Fußabdrücke eines Menschen oder einer Asari gefunden. Sie waren allerdings zu undeutlich, um die Größe bestimmen zu können. Ich habe mich gerade die ganze Zeit gewundert, warum kommt sie mir bekannt vor vom Gesicht her und so, vom Haarstil. Ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen falsch liege oder korrekt, aber ist es Invincible? Nein, wie heißen die? The Invincibles? Die Superhelden-Serie. Name Krux. Die Invincibles, right? Die Invincibles. Asari sollen wir scannen. Ja, ist noch die Invincibles, oder? In Englisch. In Deutsch heißen sie wahrscheinlich anders. Oh Gott, ja. Da ist nur Sari. Die darf ich scannen. Die Schwefelkonzentration liegt im normalen Bereich. Dann ist er nicht unser Mann. Hat sie nicht das Sari gesagt? Da. Die Schwefelkonzentration ist erhöht, aber nur leicht. Und sie ist eine Asari, was zu den Fußabdrücken passt. Wir können sie also noch nicht als Verdächtige ausschließen. Richtig. Wir sollten weitere Nachforschungen über sie anstellen. Reden mit ihr. Dann haben wir noch da oben welche und hier drüben. Die Frau bei der Eingangshalle. Hopp. Was haben wir? Iridium. Sam, was ist in den Käfigen? Dem Kratzen nach zu urteilen, Adi. Was? Der Adi? Ich registriere eine hohe Schwefelkonzentration und Ihre Fußabdrücke haben eine ähnliche Form wie diejenigen am Treffpunkt. Sie könnte also die Ratte sein. Bevor Sie Dorado beschuldigen, sollten Sie möglicherweise mit ihr reden. Sie könnte ein Alibi haben. Ich meine, Asari-Fußspuren sind ja die gleichen wie von Menschen, oder? Ich muss die anderen zwar noch checken.
Ich glaube nicht, dass Asari andere Schuhe anhaben wie Menschen. Oh, fuck, ja. Okay. Hier drin. Ah ja. Nein? Ich registriere zwar eine hohe Schwefelkonzentration, aber die Schwimmhäute an den Füßen eines Salarianers hätten andere Abdrücke hinterlassen. Ich versuche nur gründlich zu sein, Sam. Den haben wir noch hier. Hoffen wir schon. Da drüben ist noch wer. Ich hätte das Kollektiv nicht für Gärtner gehalten. Die Schwefelkonzentration ist nur sehr gering. Außerdem unterscheiden sich angaranische Füße deutlich von jenen von Menschen oder Asari. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Bitte, ich würde es bevorzugen, wenn Sie nicht berühren würden. Haben Sie mich nicht gehört? Hände weg! Ernsthaft? Jemand sagt nicht berühren und das Erste, was sie tut, ist ihn zu drücken? Drücke ich mich so unklar aus? Nicht berühren! Es bringt sie um, stimmt's? Sie geben 600 Jahre auf, reisen in eine neue Galaxie und jetzt müssen sie unbedingt wissen, was dieser Knopf macht. Sie glauben, vielleicht springt ein Dreschschlund raus, wenn ich nur fest genug drücke. Vielleicht ist es ein 3D-Holo des neuen Blasto-Videos, Blasto gegen die Geißel. Nur zu, berühren Sie ihn noch einmal, dann verrate ich Ihnen das Geheimnis. Ist noch nicht installiert. Okay, einmal noch, um sicherzugehen, dass Sie es wirklich wollen. Okay, immer wenn Sie diesen Knopf drücken, besteht eine Chance von 50%, dass im Nebenraum ein Gefangener durch Elektroschock getötet wird. Und trotzdem haben sie es schon wieder getan. Zum Glück war das ein Witz. Der Knopf hat gar keine Funktion. Das hier ist Kadera. Alles ist kaputt. Man sollte meinen, nach dem 28. Versuch hätten sie das selbst gemerkt. Dummkopf. Oh, will ich noch einmal drücken. Einmal. Ach, schau. Ich hab die Tür aufgemacht. Hey, yo. Gute Verhörungen da drin. Hilfe. Wer zum Teufel sind Sie? Gehört Folter zum Programm des Kollektivs? Erstens beantwortet das meine Frage nicht. Und zweitens würde ich das nicht Folter nennen. Höchstens Überredungskunst. Folter ist falsch. Es ist Folter. Und Sie hören sofort damit auf. Jetzt mal im Ernst. Wer zum Teufel sind Sie? Der menschliche Pathfinder. Oh, Scheiße. Crux hat gesagt, wir sollen uns ihnen gegenüber von unserer besten Seite zeigen. Wieso? Die Antwort übersteigt meine Soldgruppe. Ich stelle die Anweisung jedenfalls nicht in Frage. Das reicht, Saria. Das Arschloch soll sich ausruhen. Was? Tu's einfach. Macht das Kollektiv sowas öfter? Leute einsperren, sie schlagen? Wir fragen vorher freundlich. Problematisch wird's nur für die Sturköpfe. Warum sind diese Leute eingesperrt? Weil sie es verdienen. Dieser Typ hat eine Bombe in der Nähe der Slums gezündet und wollte uns die Schuld daran in die Schuhe schieben. Die sind Abschaum-Pathfinder. Jeder einzelne von ihnen. Natürlich. Das wäre alles. Natürlich. Gut, ich muss ohnehin zurück an die Arbeit. Du stehst da nur rum. Sollte ich dich auch verhören anfangen? Na? Alles geklärt. Okay, links. Tut mir leid wegen vorhin. Wir kriegen hier unten nicht oft Besuch. Die Rekruten sind einfach ein bisschen nervös. Sie haben nicht geschossen. Und das ist alles, was zählt. Sie gehen ziemlich gelassen damit um, dass Ihnen irgendwelche Leute mit ihren Waffen im Gesicht rumfuchteln. Einige von uns sind schon seit Monaten hier unten. Ich selbst habe seit Wochen keine Sonne mehr gesehen. Ja, der Ausgang ist ja nicht so weit entfernt. Die Schwefelkonzentration an Ihrer Kleidung ist ziemlich hoch. Ich... Was? Wie kommt der Schwefel dahin, wenn Sie seit Wochen nicht mehr draußen waren? Ich überwache unsere Wasserfilter und passe auf, dass sich niemand daran zu schaffen macht. Und wie jeder weiß, ist das Wasser auf Kadera extrem schwefelhaltig. Reicht Ihnen das als Erklärung, Sie Schwachkopf? Oh. Was hältst du von links, Sam?
Ihre Erklärung für den Schwefel an ihrer Kleidung war plausibel, Pathfinder. Ist das ein bisschen ein Schwachkopf? Oder Drax? Drax? Verdammt, wird hier langsam. Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen ein Schwachkopf. Okay, deine Ausrede. Brauchen Sie etwas? Dann nerven Sie doch bitte Crux. Für die kleinere Schwester schaust so aus. Crux sagte, ich sei hier willkommen. Dieses Gefühl geben Sie mir allerdings nicht gerade. Hören Sie, ich komme gerade von einem echt beschissenen Job zurück und habe seit 36 Stunden nicht mehr geschlafen. 36 Stunden? Das kann unmöglich gesund sein. Sich den Befehlen des Scharlatans zu widersetzen, ist noch deutlich ungesünder. Also gehe ich dahin, wohin man mich schickt. Der Scharlatan hat Sie zu den Schwefelquellen geschickt? Rieche ich echt so schlimm? Wie gesagt, es war ein Scheißjob, aber über die Einzelheiten kann ich nicht reden. Vor allem nicht mit einem Außenstehenden. Man sieht sich, Pathfinder. Dorados Herzfrequenz ist gestiegen, als Sie die Schwefelquellen erwähnten, Pathfinder. Wir sollten Crux fragen, ob sie wirklich bei den Quellen zu tun hatte. Okay. Wollte gerade sagen. Scheinen wir beide plausible Ausreden zu haben. Hey, Crux. Pathfinder, haben Sie den Schuldigen schon gefunden? Vielleicht. Dorados Kleidung weist eine hohe Schwefelkonzentration auf. Außerdem ist sie mir ausgewichen, als ich sie nach ihrem letzten Job gefragt habe. Sie hatte eine Mission im Hafen. Sie dürfte nicht mal in der Nähe der Quellen gewesen sein. Aquila, nimm Dorado fest. Unauffällig. Verstanden. Gute Arbeit, Pathfinder. Ich sorge dafür, dass der Scharlatan von ihrer Hilfe bei dieser Sache erfährt. Mr. Incredibles. Incredibles. Und Mr. Incredible auch. Incredibles. Ah ja. Natürlich, die Incredibles sind's. Ah, das hat lange gedauert, bis ich da drauf komme. Wo geht's denn hier raus? Ist hier einen schnellen Weg raus? Scheiße, ich bin im falschen Team. Hey. War ein Witz. Aber im Ernst, das ist eine beeindruckende Warenmenge. Du weißt ja gar nicht, was da drinnen ist. Und den schon doch gleich wie überall anders aus. Aber nett, was von meinem Team mal zu hören. Also das Gestöhne von Drake die ganze Zeit. Der stöhnt nur rum. Okay. Dann werden wir mal rauskommen hier. Im Schnelldurchlauf. Let me out! Von rechts bin ich gekommen. Right? Ah, okay, nur Loot wieder. Oh, und Datenpad. Datenpad. Danke für diese Nachricht. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Ach, verdammt. Da bleibe ich überall hängen auch noch. Wieder die frische Luft. Die frische Schwefelluft. Na, ich habe es umgekickt. Sorry. Das ist der Ausgang, oder? Ist ja. In diesem Zeug halten die Schilde nicht lange durch. Ich will doch nur den Ausgang finden. Wer ist zurückgeblieben? Petra? Drake ist wirklich abgehaut. Oh, endlich. Frische Luft. Alle erwischt. Gute Arbeit, Petra. Drake war's nicht. Draulier. Noch ein Skyrim-Trauger. Okay, Karte sagt. Komm ich.
Einfach unter uns circlen, einfach unter uns circlen. Ein rauchender Müllhaufen? Das müssen Gesetzlose sein. Okay, nein, ist kein Fall. Wie haben Sie Cash kennengelernt? Vor einigen Jahren war ich bei einem Söldnertrupp. Hauptsächlich Schmuggel. Nova Force. Ein ambitionierter Name für eine unwichtige kleine Gruppe. Bei einem Auftrag wurde ich erwischt. Von Cash. Wir trafen eine Vereinbarung. Ich beschaffte ihr einige experimentelle Prototypen aus den Terminus-Systemen und sie buchtete mich nicht ein. Wir setzten unsere Geschäftsbeziehung fort. Sie hatte immer Aufträge, bezahlte gut und im Voraus. Mit den Credits konnte ich mich dann selbstständig machen. Aber dann wurde ich misstrauisch, wegen der vielen Sachen, die sie haben wollte. Also fragte ich nach. Und so erfuhr ich von der Initiative. Sie hat sie dazu gebracht? Ja. Und ich habe den Vortrag geglaubt. Wie alle anderen auch. Nova Force ist, glaube ich... Relikte. Sie sind komplett zerstört. Guardians of the Galaxy. Die Einschlüsse deuten auf Waffen aus der Milchstraße hin, Pathfinder. Ja. Verdammt, hier gibt es viel Iridium, Olivium und so einen Dreck. Und Gegner auch gleich. Die plündern echt alles, was sie kriegen können. Kann ich die Deckung gehen? Lade nach! Geht doch. Ich sehe nichts. Oh boy. Was ist das an? Bossfight. Jetzt muss ich trotzdem ein Rätsel machen, oder? Oh, Lichtglitch. Weg die Waffe weg. Nein, nicht wechseln. Ich schätze, wir müssen auch den Rest dieser Dinger finden. Okay, jetzt geht's endlich. Hier, hier. Oh, ja, das geht schon. Dann hupf ich halt näher. Ich orte in diesem Gebiet keine weiteren Hüfe. Ist okay. Perfekt. Wir sind drin. Okay. Gehen wir zum Gewölbe und bringen wir das Wasser von Kedera in Ordnung. Wenn es am Weg liegt, dann machen wir das natürlich. Wenn es nicht am Weg liegt. Loot. Überlässt er. Okay, raus hier. Schauen wir mal, ob wir irgendwo ein Thumbnail uns holen können. Ist das eine Gewölbefolge? Ich glaube fast. Oh, schön eingepackt. Okay, was war? Nein. Nein. Was war hier? Landekapsel und dann war hier noch eine Mission. Also den Bergweg müssen wir entlang. In Allrad. Gibt so viel zu fighten. Es ist ganz einfach. Sie ziehen nur das Scharnier zurück und stecken das Upgrade direkt auf den Lauf, bis es einrastet. Macht auf mich keinen sicheren Eindruck. Ist aber sicher. Versprochen. Zu meiner Zeit waren Upgrades handgemacht. Individuell angepasst. Nicht diese Scheiße von der Stange, die man nur zusammen...
Hier ist es. Denken Sie, Reyes taucht tatsächlich auf? Auf Mission sogar. Hier ist es. Denken Sie, Reyes taucht tatsächlich auf? Dann werden wir einfach keine andere Wahl lassen. Denken Sie, Reyes taucht tatsächlich auf? Einmal noch, Drax. Einmal noch. Komm schon, sag's einmal noch. Einmal noch. Da drüben ist der Außenposten. Ich kann dich direkt austauschen. Direkt, sofort. Reyes sollte eigentlich hier sein. Keine Anzeichen von Mr. Vidal, Pathfinder. Fahren wir ohne ihn fort? Das ist doch... Keine Bewegung! Waren wir zu laut? Schnauze! Farrah wird sich mit Ihnen befassen. Deine Klitschen. Sie wissen, was als nächstes geschieht. Sie werden mich und meine Freunde töten. Ich hätte allerdings vorher noch einige Fragen. Nein, sie werden bluten, genau wie die anderen. Es ist also wahr. Sie haben Unschuldige ermordet. Invasoren und Sympathisanten sind keine Unschuldigen. Ich verteidige mein Zuhause. Wir werden bleiben, ob Sie wollen oder nicht. Sie können uns nicht alle töten. Ich versuch's. Nicht so schnell. Spät dran. Ich habe eine gute Entschuldigung. Die Sirene sind drei. Steht nicht einfach nur rum. Zwei. Tötet sie! Noch wütend? Ja. Sterbt! Oh. Oh. Das war schnell für sie. Schnell und vielleicht auch schmerzvoll. Und was schmerzlos? Ich weiß. Oh, der fliegt dran. Oh, ich lage den an die Wand. Oh. Feind am Boden. Oh, ist nicht behoben. Mag ich Vidal nicht. Er ist zwar cool, aber versucht zu hart, so smooth zu sein. Wenn das Sinn ergibt. Versucht zu smooth zu sein. Die Straßen Kadaras sind wieder sicher. Das haben sie gut gemacht, Ryder. Und keine Sorge, ich kümmere mich darum, dass alle wichtigen Leute wissen, wem sie dafür zu danken haben. Vielleicht sehen die Exilanten die Initiative ja jetzt in einem neuen Licht. Möglich ist alles. Aber geben Sie es zu, es hat Spaß gemacht. Ich schätze, wir haben unterschiedliche Definitionen von Spaß. Das ändern wir noch. Irgendwann. Lassen Sie sich mal wieder blicken, Pathfinder. Nein. Nein, oh, Behälter. Das ist ja irgendwas, gab's noch in der Höhle. Wie Rivian. Was gibt's hier drin? Das ist doch zu weit weg. Schöner Schlag. 5 out of 10. Das ist doch das Gebäude, was sie da markiert haben. Okay. Spencer! Unter Dio. Wo ist das Gewölbe hier oben? Sam. Artefakt.
Ja, wir werden schon vorbeikommen. Glauben Sie, Cash hat Sie belogen? Nein, dafür ist sie nicht der Typ. Ich bin ziemlich sicher, dass keiner von uns wirklich wusste, worauf wir uns da einlassen. Gelackmeiert. Hübsches Wort. Gelackmeiert. Ja, das habe ich von Sid. Sie steht auf dieses merkwürdige alte Zeug der Menschen. Auch ein guter Name für einen Drink. Der Gelackmeierte. Ich würde ihn probieren. Ich glaube, das war's. Oh, muss hier raus. Da gibt es coole Jump-Möglichkeiten hier. Fast Jump, fast Jump. Oh yeah. Ich schlag's in alle Richtungen. Hopp, oh, Sonnenuntergang, Aufgang. Das ist der Ort aus dem Video mit Spender Pathfinder. Steht hier. Exilanten hätten aufgeben und sterben können, aber sehen Sie nur, was sie gebaut haben, sogar hier draußen. Ich glaube, die spielen diesen Map-Teil ein bisschen zu hoch. Zu sagen, der ist ganz schwierig und anstrengend, dabei ist es eigentlich nur wunderschön hier. Okay. Ein Behälter. Wahrscheinlich später noch was. Wahrscheinlich gibt es hier später noch was. Perfekt eingepackt, wie immer. Rückwärts. Gang. Fahrzeugabwehrminen voraus. Wir sollten zu Fuß weiter. Wir haben Besuch. Gesetzlose. Das ist kein Besuch. Vielleicht Freunde von Spender. Spender mit der Shuttle ist ohne sie gestartet. Schnell! Ins Shuttle! Oh, Schilde sind hochgefahren! Beeilung! Was zum Teufel machen wir jetzt? Nein! Nein! Nein. Schätze ich. Warte! Warte auf uns! Der Bastard hat uns einfach zurückgelassen! Hast du was anderes erwartet? Lade Munition nach! Keine Ahnung, was hier abgeht. Keine Ahnung, was hier abgeht, aber es scheinen alle tot zu sein. Wir sind eingepackt. Oh, hallo Spender. Ah ja. Spender hat also Waren von der Nexus zu diesen Exilanten geschmuggelt. Warum? Dieser Arone scheint wegen irgendetwas besorgt zu sein, das in Spenders Quartier auf der Nexus versteckt ist. Arone, mit dem Betrüger bin ich schon mal aneinander geraten. Was hat er mit Spender zu schaffen? In dem Datenpad wird ein Scrambler erwähnt. Er würde den Zustand der Datei in den Sicherheitsarchiven erklären. Ich empfehle Ihnen dringend, ihn sicherzustellen. Wir müssen also nur den Scrambler finden, dann ist Spender geliefert. Alles klar. Warte mal, N7 Eagle haben wir gerade bekommen. Dann klingt das noch mal einen guten Pistol. Das muss ein Treffpunkt dieser Exilanten sein. Er ist auf jeden Fall weit genug abgelegen. Der perfekte Ort für Spender, um irgendwelchen schmutzigen Geschäften nachzugehen. Weit außerhalb von Tens Einflussbereich. Ja, gibt's hin. Okay, was war hier denn noch? Nav-Punkt. Oh yeah, that's hang time. Jo, kommt hier unten weiter. Wir nähern uns dem Nav-Punkt für das Waffenlager Pathfinder. Hoffentlich ist es die Credits wert. Wahrscheinlich nichts drinnen. Ach schau, Gegner sind da drin. Hallo, Jungs. Ah, oh, das ist daneben gegangen.
nicht cool. Barrier. Das war ein Distance. Das klingt fast nach einem Hinterhalt. Wenn ich dich besser wissen würde. Okay. Ah, es gibt Blut hier. Wo sind meine Proteinriegel? Noch mehr. Ich glaube, das waren alle. Es ist voll. Ich hatte wegen des Hinterhalts eigentlich damit gerechnet, dass das Ganze ein Betrug war. Die Turianerin hat trotzdem noch einiges zu erklären. Ich glaube, es ist eindeutig, dass sie diese Nachpunkte an mehrere Leute verkauft hat. Das wird sie wahrscheinlich gemacht haben. Okay. Dorissa zur Rede stellen. Ich muss gleich. Wo ist mein Logbuch? Wo ist das Gewölbe? Ah ja, hier. Das liegt am Weg. Wir werden hierhin teleportieren. Und dann alle Missionen abhaken auf dem Weg dorthin. Nein, Drake, nein. Ach, ich bin mir sicher, er hat gerade gesagt, er will das Wasser trinken. Sid frustriert mich. Ich versuche konsequent zu sein. Sie lehnt sich auf. Ich gebe die Regeln vor. Sie lehnt sich noch mehr auf. Genau das ist ihr Problem. Natürlich brauchen Kinder Grenzen. Aber sie müssen auch wissen, dass sie nicht der Feind sind. Unser Vater hätte diese Meinung nicht geteilt. Ihr Vater scheint ein ganz besonderer Kerl zu sein. Spezialeinheit, richtig? Ja, sowas Ähnliches. Er hat es nie genau erklärt. Ist er verschwunden? Ja. Die Sorte kenne ich. Milch holen oder Zigaretten? Beides. Kann ich reden? Hallo. Haben Sie die Fundorte der Opfer? Nur so ist gewährleistet, dass Ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Oder Sie geben mir die Daten und erhalten eine schnelle Belohnung. Etwas Reelles. Jemand muss für diese Morde zur Rechenschaft gezogen werden. Danke. Eine Zivilisation ist nichts ohne Gerechtigkeit. You're welcome. Justice needs to be served. Kampfbereit machen! Das war nur ein Käfer. Das war nur ein Käfer, keine Sorge. Lass die Waffe wieder wegstecken. Baron Scalp. Gute Arbeit! Diese Technologie gehört einer der Gruppierungen Kedera's Pathfinder. Ihre Besitzer sind vermutlich Kriminelle. Was willst du von mir? Dorissa zur Rede stellen. Was willst du von mir? Ich muss mal schnell durch. Kann ich den Fight hier machen. Das schaut wieder cool aus hier. Wow. Und mit einem Dach landen wir. Coming in. Oh ja. 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 Als ob ich es gewollt hätte. Oh. Oh, ich hoffe, ich habe ihn perfekt im Sprung erwischt, den Kogala. Oh, ich weiß nicht, ob das überhaupt ein cooles Farbdeal ist, aber es hat sich gerade cool angefühlt im Moment. Und ja, aber.
Keine Ahnung. Ja, sie haben den wieder zurück. Der Nav-Punkt war eine Falle. Eine Falle? War das Lager nicht dort? Sie haben mich in einen Hinterhalt geschickt. Ich habe sie nirgendwo hingeschickt. Ich habe eine Position geliefert. Sie haben beschlossen, dorthin zu gehen. Ich bin für das Handeln meiner anderen Kunden nicht verantwortlich. Andere Kunden? Ich habe den Nav-Punkt mehrfach verkauft, möchte aber zur Verteidigung anführen, dass es unerwartet war, dass sie alle gleichzeitig dort auftauchen. Oh, großartig. Das ist natürlich ganz was anderes. Ich weiß gar nicht, warum sie so wütend sind. Sie haben ihre Waffen und sie haben überlebt. Aber ich mag keine unzufriedenen Kunden. Ich gebe ihnen einen Rabatt für ihre Unannehmlichkeiten. Das ist mehr als fair. Oh, ich habe schon alles gekauft. Grüner Jäger. Ach, okay, das ist doch noch wert. Das ist es doch noch wert. Element Zero. Ich weiß gar nicht, für was ich das brauche. Was hast du sonst noch? Okay. Nein, danke. Das schaut grafisch unfertig aus. Einfach unfertig. Handel bestätigen. Danke, 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 danke. Muss ich den Nomad wieder darunter kriegen? Nomad! Maße, Maße, Paar. Ja. Wui. Oh, ich brauche mehr Rampen in diesem Spiel. Ich hoffe, dass sie wie in Mass Effect 1 Nebenmissionen im nächsten Mass Effect machen. Jedes Mal, wenn Sie das sagen, glaube ich Ihnen weniger. Das macht es nicht weniger, wahr? So, auspacken. Ich hoffe, dass Sie in Mass Effect 4, Mass Effect 1 Nebenmissionen mit dem Nomad bringen. Ich könnte Ihnen für einige dieser Teile ein Upgrade besorgen. Klar, noch mehr Scheiß, an den ich mich gewöhnen muss. Aber okay, vielleicht, wenn es mal ein bisschen ruhiger ist. Oh. Ah, hier. Das ist richtig. Ich kann fliegen! Oh. Mit den Mods ist der Nomad richtig cool. Davor war er ein bisschen Vater. Ein bisschen Vater. Nicht Mama, ein bisschen Vater. Okay, Team. Nehmen wir mal Bibi nicht mit. Für diese Sachen. Ich will nicht persönlich nehmen, oder? Ja. Okay. Ein Reliktgewölbe. Bringen wir den Laden zum Laufen. Bitte keine Puzzles, bitte keine Puzzles. Wie lange sind wir schon drin? Knapp 45 Minuten. Bitte kein Puzzle. Bitte kein Puzzle. Okay, wir haben den Strom eingeschaltet. Sie müssen die Konsole finden, um das Reinigungsfeld zu aktivieren, Pathfinder. Hier laufen mehrere Interface-Verbindungen zusammen. Ich markiere die, die Sie brauchen. Das ist doch... Das ist doch unnötig, das ist doch unnötig. Okay, wir müssten jetzt zu der Reinigungskonsole gelangen können. Verdammt, war das unnötig. Grüß dich. Oh. Piss dich!
giftiger Schwarm. Bin gespannt, was dieser Ort alles für uns bereithält. Roboter. Eindeutig Roboter. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Polymer. Ach, danke. Kommt über die Brücke für mich aus. Vetra braucht die Brücke nicht. Da sind Relikte. Ja. Pathfinder. Der Weg auf die andere Seite wird über eine Konsole aktiviert. Ich glaube, ich kann darüber hupfen. Trust me, man. Immer diese Entscheidung. Relikte. Wir können die Köpfe einziehen oder uns ihnen stellen. Okay, jetzt bin ich so. Ah, rein da. Tschüsseli. Oh boy. Okay. Ah. Aufmachen bitte. Der einfache Weg. Und die einfache Nummer. Ich krieg einen Bossfight. Das könnte hässlich werden. Oh boy. Lade Munition nach! Die Waffe shreddet, wenn dann durch. Oh boy, der ist schon kaputt. Was lebt hier noch? Ah. Wir können das Geschütz hacken, Pathfinder. Kannst auch töten. Ich kann es auch töten. Na, sieh mal einer an. Okay. Das Reinigungsfeld. Hey, so langsam habe ich den Bogen raus. Das hat mir nur Fähigkeitspunkte gegeben. Ja. Nur zu. Loot. Neue Waffe, bitte. Also hier muss ich dann rein, vielleicht. Ich hab Flügel verdammt. Hey, Boys. Ausnahmsweise loote ich dich. Komm schon. Sieht aus, als gäbe es bei diesem Interface einen Trick. Wir müssen ihn rauskriegen. Oh. Oh boy. Das ist ein Puzzle. Ah, wir suchen nach einem A. Wir suchen nach einem A. Wir suchen nach einem A. Das ist ein A da. Warte. Ah. Das ist einfach falsch. So ein Zeichen.
Ich hasse das Geräusch. Dann dieses Zeichen. Dann dieses Zeichen. Hast du das? Das hat ihnen nicht gefallen. Danke. Sie müssen irgendwo einen Hinweis hinterlassen haben. Ja. Okay. Ich hoffe, das wird bis jetzt. Schön. Was kriegen wir dafür? Hier liegt eine hohe Datenkonzentration vor, Pathfinder. Ich rate zu einem Scan. Daten. PB wird sich freuen, dass wir ein weiteres dieser Geräte gefunden haben. Schön für PB. Das hat meinen Nerven viel zu viel gereizt, aber viel zu viel. Spitzen habe ich auch gleich bekommen. Okay, weiter hier. Wenn wir mit Cardera fertig sind, werden wir die Nebenmissionen wahrscheinlich angehen. Was machst du? Ah ja. Sehr wichtig. Reltec, die können wir bestimmt auf dem Rückweg mitnehmen. Ich werde diese Karte Ihrem Interface hinzufügen, Pathfinder. Wo ist die Red Attack gewesen? Upsi. Das schaut nach dem Ausgang aus. Ah ja, hier drin. Ich seh's. Okay. Komm schon, Team. Sohle versteckt hier. Hier. Ja, ich hab's da gesehen. Markiere Interface-Verbindungen, Pathfinder. Aktivieren wir einfach alle. Oh. Warum? Da kommen sie. Versuch mich aufzuhalten. Es kommen immer wieder neue. Tschüss. Weg.
Auch noch nicht. Dann greif mal in die Trickkiste. Hab ich jetzt? Diese fällt noch. Das sorgt für gleiche Chance. Diese Konsole aktiviert das Reinigungsfeld. Vielleicht möchten Sie den Bereich durchsuchen. Bevor dieser Ort uns umbringt, willst du sagen. Noch eine Kiste. Die Konsole aktiviert das Reinigungsfeld. Vielleicht möchten Sie den Bereich durchsuchen. Bevor dieser Ort uns umbringt, willst du sagen. Diese Konsole aktiviert das Reinigungsfeld. Vielleicht möchten Sie den Bereich durchsuchen. Was ist, bevor dieser Ort uns umbringt, willst du sagen. Bestes okay. Team. Bereit machen zum Rennen. Da kommt es! Los, los! Scary. Mann, die Sache verliert nie ihren Schrecken. Nichts war mehr nicht aus dir. So scary, war nicht so scary. Ah. Wir sind jetzt schon fast durch, glaube ich. Das hängt ein Viech draußen. Verändert sich dieser Planet ein bisschen? Schaut nicht so aus, aber ich gehe mal wieder den Ausklärungsposten. Den Ausklärungsposten errichten gehe ich mir. Okay, das sollte ich noch holen. Und dann gehe ich mir den Ausklärungsposten errichten. Es besteht also doch noch Hoffnung für Katara. Hey Bro. Oh. Die Straße nehmen sollen. Egal. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Gute Arbeit. Und hierher. Jetzt soll ich warten, bis unten ist. Abbauzonen. Ja, verstehe. Wurden Ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Und da. Ich wehre Ihren Beschuss ab. Das wird keiner schießen. Genau. Und jetzt gehen wir den hier hin. Aufklärungsposten errichten, damit man in der nächsten Sekunde gleich mit Tratschen starten kann. Wäre, wenn wir ein besseres Zuhause gehabt hätten. Vielleicht wären wir heute nicht ganz so schwierig. Schwierig ist gut, Vetra. Sie haben aus dem, was Sie hatten, etwas Eigenes gemacht. Mehr kann sich keiner von uns erhoffen. Ich wünschte, Sie hätten uns erzogen, alter Mann. Dann wäre etwas viel Schlimmeres aus Ihnen geworden. Aber vielleicht eine bessere Schützin. Was sagt sie gar nicht dazu? In den errichten. Wupp.
Darf ich noch nicht. Ich dachte, nach dem Überbau kann ich. Was steht hier? Ah, goddammit. Oh, oh. Wie gesagt, nein. Dann gehen wir halt hier rauf. Oh, God damn you. God damn you. Ich war schon happy. Hier nichts Interessantes. Komisch. Wollte mich da denn hinschicken. Hier irgendwo. Gute Arbeit. Danke. Oh, in die Sonne. Vielleicht kann man mit den Plünderern vernünftig reden. Sicher, Kleiner. Oh, wie Kleiner zu nennen. Ich habe hier schon einen Napoleon-Komplex. Immer. Naja, Tod ist auch irgendwie vernünftig. Ja. Okay. Mülltonne. Jemand war vor uns da. Und hat Ashlands vermisste Teile zerstört. Was zur Hölle war das? Oh, schau. Ich hab einen Namen. Alter, eh noch. Ich hab den High Ground, da kann ich nichts tun. Schau dir das an. Oh, der ist raufgekommen. Sie werden flankiert. Okay. Überbringen wir Ashlyn die schlechte Nachricht. Dass alles von einem Kolossen gefressen wurde. War doch nicht die ganze Sidequest, oder? Okay, anscheinend war das die ganze Sidequest. Was gibt's hier noch? Das erinnert mich. Machen Sie sich Sorgen um Ihre Kolonie? Natürlich. Wer macht sich hier draußen keine Sorgen? Man sieht es Ihnen nicht an. Man lernt es nicht zu zeigen. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Bin ich schon müde. Oh, ja. Peace out. Peace out.